Hi, mein Name ist Fabian Wetzel und in diesem Video zeige ich, was in .NET für Internationalisierung vorgesehen ist. I18N ist dabei die Kurzform für Internationalization. Man schreibt in dieser Schreibweise den ersten und den letzten Buchstaben und gibt dann noch an, dass dazwischen 18 anstrengende Buchstaben stehen. Gleiches gilt für L10N, was für Localization steht. Unter Internationalization versteht man die Vorbereitung einer Anwendung, dass sie mehrere Benutzersprachen unterstützen kann. Hierfür werden Texte sowie Bilder und Sounds nicht mehr direkt in der Anwendung verwendet, sondern über Ressourcendateien geladen. Unter Localization versteht man dann die Erstellung dieser Ressourcendateien in einer bestimmten Sprache. Die Kultureinstellungen bilden dann das Bindeglied zwischen der Anwendung und der Sprache des Anwenders. Die verwendete Kultur kann in .NET pro Thread eingestellt werden und umfasst dabei zwei getrennte Ausprägungen. Current Culture beschreibt die Kultureinstellung, die verwendet werden soll, um Zahlen zu formatieren, Währungen darzustellen oder das verwendete Uhrzeiten- und Datumsformat anzugeben. In der Regel muss die Current Culture nur korrekt ausgewählt werden, da .NET bereits alle Formate und Währungen und so weiter für alle Sprachen und Regionen beherrscht. Bei Bedarf kann aber auch im Detail angepasst werden. Die Current UI Culture beschreibt dann die gesprochene Sprache und umfasst die erstellten Texte, Bilder und Sounds der jeweiligen Lokalisierung. Neu erstellte Threads erben die Kultureinstellungen vom Betriebssystem bzw. von den Einstellungen des angemeldeten Benutzers. Sollte man also abweichend von den Einstellungen des Benutzers die Sprache ändern, so muss dies für jeden Thread neu getan werden. Ab .NET 4.5 kann man Default Thread Current Culture setzen und so die Kultur neuer Threads an einem einzigen zentralen Punkt beeinflussen. Die Lokalisierungen werden in .NET mit ihrer verwendeten Sprache und der dazugehörigen Region charakterisiert. Dabei wird die Sprache mit zwei Kleinbuchstaben benannt und die Region mit zwei Großbuchstaben. Dieses Beispiel bezeichnet also die Kultur Englisch USA. In der folgenden kleinen Demo zeige ich in einer Konsolenanwendung, wie man mit Textressourcen umgeht. Man kann dies problemlos in einer Konsolenanwendung tun, da es zwischen den verschiedenen .NET-Varianten wie Windows Phone, Windows 8 Apps und normalen .NET-Anwendungen praktisch keinen Unterschied im Ressourcenhandling gibt. Für die Demo habe ich hier eine Hello World-Anwendung vorbereitet, die zuerst nach dem Namen fragt und anschließend den Benutzer begrüßt. Um die Strings in Ressourcen überführen zu können, benötige ich zuerst eine Ressourcendatei. Die erstelle ich, indem ich bei dem Projekt mit der rechten Maustaste klicke und dann unter Add die Option New Item auswähle. Hier suche ich am einfachsten nach Res und wähle die Resource File aus. Ich nenne sie einfach resource.resx und sage Add. Die Ressource ohne Angabe einer Sprache und Region hat immer die Standardsprache und das ist Englisch USA. Ich muss also meine Ressourcen auf Englisch angeben, sofern ich den Standard nicht ändere. Die verwendeten Strings muss ich nun in meiner Ressourcendatei unter Angabe eines Namens hinterlegen. Der vergebene Name wird im nächsten Schritt zu einer automatisch generierten Property. Und jetzt an dieser Stelle kann ich den Namen meiner Resource-Datei schreiben. Resource und drücke Punkt und habe nun alle Namen, alle benannten Strings mit Namen zur Verfügung. Ich sage also Hello und in dem Tooltip kann man auch sehen, dass der Name in etwa Hi, what's your name lauten könnte. Analog dazu mache ich das auch bei dem zweiten. Ich sage resource.hiname. Jetzt ist meine Anwendung internationalisiert und ich werde jetzt noch eine Lokalisation für Deutsch anlegen. Dazu füge ich eine neue Ressource hinzu. Wieder über Add New Item. Ich suche wieder nach Res
Resource File. Und diesmal muss ich sagen, für welche Lokalisation ich diese Ressourcendatei anlegen möchte. Und zwar möchte ich .de.de machen. Nämlich Deutsch, Deutschland. In dieser neuen Ressource möchte ich nun beide Strings nochmal in einer deutschen Version hinterlegen. Am einfachsten mache ich dies durch Kopieren. Okay, kopiert habe ich, jetzt übersetze ich noch. Hallo, wie heißt du? Und ich sage noch Hallo. Jetzt bin ich fertig und ich führe die Anwendung einfach mal aus. Hallo, wie heißt du, werde ich begrüßt. Und zwar, weil mein Benutzer als Deutsch Deutschland hinterlegt ist. Ich heiße Fabian und er sagt Hallo Fabian. Wie kann man nun also die englischen Ressourcen testen? Für ein möglichst einfaches Testen kann man die aktuelle Kultur des Threads ändern. Ich greife also über Thread auf den Current Thread zu und setze Current UI Culture und zwar auf cultureinfo.createSpecificCulture und ich möchte gerne ENUS haben. Jetzt führe ich erneut aus und ich werde begrüßt mit Hi, what's your name? Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass nicht immer alle Lokalisierungen auch tatsächlich existieren müssen. Hier fehlt zum Beispiel die Übersetzung von Fahrrad für die Lokalisierung Deutsch-Österreich. Wird nun diese Ressource für die nicht existierende Lokalisierung angefordert, wird zuerst geschaut, ob mit derselben Sprache und anderer Region ein Eintrag existiert. Wird also die Ressource für Deutsch-Österreich angefordert, wird Fahrrad ausgegeben werden, da dies für Deutsch-Deutschland hinterlegt ist und es sich hierbei um dieselbe Sprache handelt. Wird der Wert nun für eine Kultur abgefragt, die eine nicht hinterlegte Sprache und Region ist, wie hier zum Beispiel Spanisch Spanien, dann wird auf die Standardlokalisierung zurückgegriffen, was Englisch USA ist und es wird Bike ausgegeben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.